Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, heute mal ein kurzes Video mit drei Tipps, wie du ja einen besseren ersten Eindruck hinterlassen kannst. Und vielleicht ging es dir ja auch schon mal so, dass du ja eine Person getroffen hast, die da hast du sofort das Gefühl gehabt, das ist herzlich, man ist auf einer Wellenlänge, man fühlt sich wohl, man würde die Person gerne wieder nochmal sehen und einfach den Kontakt ja vertiefen. Man hat vielleicht sogar schon, oder vielleicht hast du schon gemerkt, du hast das Gefühl, ja, die Person schon ein Leben lang zu kennen. Und auf der anderen Seite treffen wir manchmal Personen, wo wir sofort merken, das wird nichts, da habe ich keine Lust zu. Und das entscheidet sich oft innerhalb weniger Sekunden gerade zu Beginn, weil gerade solche ersten Begegnungen, die sind ja oft ja sehr emotional aufgeladen. Man kennt die Person vielleicht nicht so gut. Man weiß nicht genau, wie die Person tickt. Man ist nervös, hat vielleicht Angst. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Geschäftsleben vor einer schwierigen Verhandlung steht oder was auch immer. Und jetzt einfach mal kurz drei Tipps, wie du einen guten ersten Eindruck hinterlassen kannst. Und das sind jetzt keine Zaubertricks, sondern es sind wirklich ganz, ja, oder wirklich, ja, Kleinigkeiten, die oft dazu führen, dass eine Türe sich nicht verschließt, sondern dass die offen bleibt. Und der erste Tipp ist einfach, Lächeln wirkt immer. Ja, Menschen, die von innen raus lächeln, die wirklich ein echtes Lächeln auf dem Gesicht haben, ich meine nicht dieses aufgesetzte Lächeln, sondern wirklich ernsthaft gemeintes Lächeln, wirkt unheimlich attraktiv und hält uns die Tür auf, um das Gespräch auch weiter vertiefen zu können. Ein zweiter wichtiger Punkt ist ordentliche Kleidung. Einfach überlegen, kleide ich mich jetzt gerade richtig zu dem Anlass oder fühle ich mich in dem Outfit, wo ich bin, wohl. Also ich persönlich habe das auch schon, dass ich morgens aus dem Haus bin und mich nicht so richtig in meiner Haut wohlgefühlt habe, weil ich eben Kleidung anhatte, die, ja, wo ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Und dann habe ich mich einfach auch, bin ich mir dann auch nicht zu schade, nochmal nach Hause zu fahren, mich umzuziehen. Und Wohlfühlen ist wichtig, gerade auch im Geschäftsleben, dass man einfach aus einer gewissen Selbstsicherheit heraus agieren kann. Dritter Punkt ist Entspanntheit und durch innere Gelassenheit. Ja, also vielleicht kennst du diese Menschen, wo du dich einfach wohlfühlst, weil du merkst, die strahlen eine Ruhe aus, die sind selbstsicher, die sind souverän, ja. Man unterhält sich gerne mit denen. Und wenn es uns gelingt, diese Entspanntheit eben in unser Leben, in unsere Verkaufsverhandlungen, in unsere Verkaufsgespräche mit einzubeziehen, dann überträgt sich das auch auf die andere Person und wir werden dann dementsprechend auch bessere Ergebnisse erzielen können. Okay, also wichtig ist, dass wir am besten versuchen, von Beginn an einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Ich sage nicht, dass der erste Eindruck immer richtig ist. Auch ich kenne Menschen, wo ich im ersten Moment dachte, naja, ich weiß nicht, ob das was werden kann. Und dann im Nachhinein sind sehr, sehr tolle Freundschaften entstanden. Also in diesem Sinne muss der erste Eindruck nicht immer richtig sein, aber er ist halt oft entscheidend. Okay, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Ich freue mich über eure Tipps zum Thema. Hinterlasst mir einfach einen Kommentar. In diesem Sinne wünsche ich euch ja alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.